Zeitmaschine haben, in der Zeit zurückreisen, um Baby Hitler zu töten, um die Welt zu retten. Wer hatte nicht schon mal diesen Gedanken? Ich rette die Welt vor Leid und Qualen, indem ich ein Baby ermorde. Klingt soweit ziemlich cool und easy. Deutschland und die Welt wäre ohne Hitler ein Paradies geworden. Weltfrieden. Man hätte niemals von Antisemitismus gehört. Vielleicht wäre die Welt hier wirklich gerettet worden, wenn ich ein Baby ermordet hätte. Aber unterstrich ist es ja doch nicht so gewesen, dass die 6 Millionen ermordeten Juden von Hitler höchstpersönlich ermordet wurden. Bist du Jude? Du auch Jude? Mann, heute schon 10.000 Juden ermordet und noch 20.000 weitere auf dem Programm. Ganz schön anstrengend. Ebenso wenig ist Hitler im Stile eines Chuck Norris an die Ostfront gegangen und hat alleine die Rote Armee mit einem Maschinengewehr, das er niemals nachladen musste, niedergemäht. Alle tot, jetzt ab nach Frankreich. Worauf ich hinaus will, er hatte Leute, die ihm geholfen haben, die die ganze Drecksarbeit gemacht haben. Was bedeuten würde, ich müsste auf meiner Zeitreise all deren Babys auch umbringen. Und es sind ja schon ein paar Millionen Menschen. Und dann kommen noch die Menschen dazu, die Hitler 1933 gewählt haben. Ich meine, die haben das Ganze erst ermöglicht. Schaffe ich es überhaupt, so viele Babys umzubringen? Entschuldigung, Ma'am, ich bin ein Zeitreisender und möchte die Welt retten. Ich müsste ihr Baby ermorden. Dankeschön. Oh, können Sie mir vielleicht ein Butterbrot schmieren? Ich habe heute noch 5.000 weitere Babys, die ich ermorden muss auf dem Programm, sonst komme ich mit dem Zeitplan durcheinander. Vielleicht hätte Hitler einfach nur einen guten Freund gebraucht. Einfach nur jemanden, der ihm ein nettes Geburtstagsgeschenk gibt. Angenommen, ich wäre mit meinem Babymordplan erfolgreich durch, dann wäre Deutschland ein besserer Ort gewesen. Aber was ist dann mit Diktatoren wie zum Beispiel Stalin, Mao Zedong? Dieser Typ da, der hat noch viel mehr Millionen Menschen auf dem Gewissen als Hitler. Da müsste ich ja durch China gehen und dort noch ihn umbringen, Baby Bin Laden töten, was weiß ich was, Baby Anders Breivik. Ich würde babymordend durch die Weltgeschichte ziehen. Aber danach würde der Friedensnobelpreis auf mich warten. Was habe ich getan? Ich habe keine Völker miteinander verbrüdert. Ich habe kein Heilmittel gegen Krebs gefunden. Ich habe 50 Millionen Babys ermordet. Ich habe den Nobelpreis wohl verdient. Vielleicht sollten wir einfach aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Das mit dem Babymorden, um die Welt zu retten, das ist eine Idee, die ist schon so alt wie die Welt. Ich meine, es hat schon in der Bibel nicht funktioniert. Ich sagte der Kindermord des Herodes. Er wollte Baby Jesus umbringen, hat dafür alle Babys umgebracht. Außer Jesus. Und am Ende hat Jesus sein Ding durchgezogen und Herodes ist sogar vorher abgekratzt und hat das Ganze nicht mehr mitbekommen. Also wozu der ganze Zeitmaschinen-Shit? Wenn schon Zeitmaschine, dann wenigstens um die Lottozahlen richtig vorauszusagen oder Fußballwetten richtig abzuschließen. Das hat geklappt bei Zurück in die Zukunft 2. Das ist doch ein netter Gedanke. Ich meine, wenn Hitler von so vielen Leuten gewählt wurde, vielleicht ist Baby Hitler Teil von uns selbst. Sozusagen dieses kleine Teufelchen auf der linken Schulter, das einem immer böse Sachen einredet, wie bring alle Juden um, hehehehe. Wenn man nur auf dieses Teufelchen bzw. Hitlerchen hört, dann macht man halt sowas, wie Hitler gemacht hat. Man darf das eigentlich halt einfach nicht ignorieren. Daher meine wirklich ernstzunehmende Message an euch alle da draußen. Wenn ihr eine Zeitmaschine habt und Baby Hitler töten wollt, überlegt es euch gut. Slow down the show, man. 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 Das ist Slow down the show, man.